In diesem Video seht ihr die Neuerscheinungen für den kommenden Monat, für den Juni 2022. Ganz viel Spaß, ihr Lieben! Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute geht es um die Neuerscheinungen für den Juni 2022, für den kommenden Monat, die nächsten 4 Wochen, welche Bücher uns so erwarten werden in den kommenden Tagen. Und ich freue mich wie immer mega, dieses Video jetzt für euch abzudrehen, euch zu sagen, welche der Bücher, die ich euch vorstellen, werden bei mir einziehen, welche will ich lesen, am besten gestern als heute, und bei welchen werde ich noch so ein bisschen die Bewertungen und Rezensionen abwarten. Wie immer blende ich euch hier neben mir die Bücher, also die Cover mit allen relevanten Infos ein, und unten in der Videobeschreibung habt ihr die ganzen Bücher verlinkt. Da könnt ihr da nochmal in Ruhe dann euch die Bücher ansehen, die Klappentexte durchlesen, euch vorbestellen, auf die Wunschlisten packen etc. pp. Wie ihr das gerne möchtet und gewohnt seid aus meinen Neuerscheinungsvideos. Und es sind wieder eine Menge Bücher, kann ich euch sagen, es wird also ein langes Video werden. Ich hoffe, ihr habt Zeit und Bock mitgebracht auf ein längeres Neuerscheinungsvideo, aber die meisten von euch mögen ja lange Videos, was mich sehr freut. Und ja, wir schauen uns gemeinsam an, was für Büchlein uns so erwarten. Ich muss sagen, es sind ein bisschen weniger Fantasy-Bücher jetzt mit in diesem Video als die letzten Monate, aber dafür Must-Buys und Must-Reads und dicke fette Brummer, das kann ich jetzt schon mal vorhersagen, und ganz, ganz viel Romance New Adult, auch sehr viele Sachen, wo ich sage, die möchte ich unbedingt haben, ja, also es ist schon einiges wieder dabei, was sich da ansammeln wird im Juni bei mir. Ich habe ein paar Bücher aufgrund der Menge an Büchern weglassen müssen, sonst hätte das wirklich den Rahmen meiner eh schon langen Videos gesprengt, und habe jetzt wirklich nur diesmal Bücher reingenommen, wo ich sage, die überzeugen mich mega, oder wo ich weiß, die werden euch mega überzeugen. Also ein paar kleinere Geschichten oder Dinge, wo ich unsicher war, habe ich diesmal weggelassen. Es sind nämlich trotz dessen 19 Bücher, die ich euch heute hier in diesem Video vorstelle, und es sind einige, wo ich viel dazu zu sagen habe, zu schwärmen habe, Vorfreude empfinde, und ja, deswegen wurden es 19 Bücher, und ich finde, 19 Bücher sind auch schon viel, was so in einem Monat auf uns zurollt. Ja, ansonsten werde ich euch die Klappentexte teilweise vorlesen von meinem Handy, da ich mir nicht alle Klappentexte merken und zusammenfassen kann aufgrund der Menge der Bücher. Ich werde aber auch bei Büchern, wo ich weiß, worum es geht, freisprechen, also mal so, und euch dann meinen Senf dazu abgeben, meine Meinung zu den Klappentexten und ja, wann ich die lesen will, ob ich die kaufen will sofort. Ja, ihr kennt das Spielchen. Ich starte gleich mal mit einer Ausnahme in das Video rein, denn ihr wisst, ich mache es normalerweise ja immer so, dass ich euch wirklich nur die Bücher von dem Monat vorstelle, vom ersten bis zum letzten des Monats, und das auch nacheinander chronologisch, also nicht nach Genre, Autor oder sonstiges. Ja, mache ich auch diesmal so, also einfach nur nach Erscheinungsdatum nacheinander die Bücher euch zeige. Aber ein Buch, das wurde, glaube ich, ein paar Tage nach vorne mal verschoben, anstatt nach hinten, wie letzte Zeit dauernd diese Verschiebereien der Bücher und der Erscheinungstermine sind. Und es ist aber ein Buch, das ich unbedingt kaufen und lesen möchte und das ich wichtig finde zu erwähnen. Und es war jetzt im Mai-Video nicht mit dabei, weil es da noch hätte im Juni kommen sollen. Dürfte aber eben jetzt um ein paar Tage irgendwie vorverlegt worden sein, oder ich war einfach blind, kann auch sein, aber ich glaube, es wurde vorverlegt. Zum 31. Mai, also zum letzten Maitag. Nehme es aber jetzt eben trotzdem hiermit ins Video, sonst würde ich euch das Buch nicht vorstellen. Und da ich vom Klappentext überzeugt wurde, ich finde, es klingt sehr interessant, es hat ein schönes Cover, und ja, ich möchte es auf jeden Fall haben, wollte ich es in eins der Neuerscheinungsvideos mit reinnehmen, und deswegen muss es jetzt hier flunkertechnisch 31. Mai trotzdem im Juni-Video mit drin sein. Nämlich geht es um das Buch Welch grausame Gnade von Chloe Gong aus dem Lago Verlag. Und ihr seht schon, glaube ich, am Cover ganz gut diesen Grundtenor, dass das hier in Shanghai spielen wird. Also dieses Asiatische ist ja gut eingefangen. Da ist ein Muggel. Gott, bitte nicht immer beim Video drehen sowas. Also es ist wirklich ein tolles Cover.
schlicht aber schön, wie ich persönlich das mag, gut gewählte, angenehme Schrift zu lesen. Und dieser Dolch mit diesem chinesischen Schriftzeichen drauf und diesem goldenen Drachen, der sich darum windet und auch noch Rosenranken. Also ich finde es ganz, ganz toll und schön, muss ich wirklich sagen. Und es ist tatsächlich ein Buch, das im Jahr 1926 spielt. Und ich persönlich lese ja gar nicht so gerne Bücher, die in der Vergangenheit spielen. Ich bin ja mehr so wie die jetzige Zeit für ein Paralleluniversum ohne Zeit oder für die Zukunft. Aber das klingt mega. Und ich bin, wie gesagt, sehr überzeugt davon. Deswegen darf es bei mir auch sofort dann einziehen, wenn es erscheint. Und zwar, es geht darum. 1926, Shanghai pulsiert im Rhythmus der Ausschweifungen. Eine Blutfehde zwischen zwei Banden färbt die Straßen rot und lässt die Stadt hilflos im Chaos versinken. Im Zentrum des Geschehens steht die 18-jährige Juliet Kai, eine emanzipierte junge Frau, die die stolze Nachfolgerin an der Spitze der kriminellen Scarlet Gang werden möchte. Ihre einzigen Rivalen an der Macht sind die White Flowers, die die Scarlet seit Generationen bekämpfen. Jeder Schritt der White Flowers wird von Roma Montagoff geplant, Juliets erster Liebe und ihrem ersten Verrat. Doch als Gerüchte über eine Krankheit umgehend in den Wahnsinn treibt und sich die Todesfälle häufen, müssen Juliet und Roma ihre Waffen und ihren Groll beiseite legen und zusammenarbeiten. Denn wenn sie dieses tödliche Chaos nicht aufhalten, wird es keine Stadt mehr geben, wie sie regieren können. Es ist eine Geschichte, die an Romeo und Julia erinnern soll, aber eben im Shanghai in den 1920er, 1930er Jahren spielen soll. Es sind zwei verfeindete Gangs bzw. Mafia-Clans und deren direkte Oberhäupter-Nachfahren, diese beiden Charaktere. Und ja, das ist natürlich Enemies to Lovers vom Feinsten und ich liebe Enemies to Lovers, ja, mega. Und obwohl das hier, ich glaube, bei Jugendbuch Fantasy drin ist, weiß ich nicht, wie viel Fantasy da drin steckt. Mir würde es aber auch nichts machen, wenn da keine Fantasy-Anteile drin sind, wenn es einfach nur um diese verfeindeten Gangs geht und diese beiden und ihre Liebesgeschichte. Selbst das fände ich schon spannend. Ich denke aber, aufgrund dieser Krankheit, die um sich greift, wird da wohl irgendwas Fantasyhaftes dabei sein, mit dieser Krankheit, die den Wahnsinn treibt. Also ja, das Buch klingt mega, mega toll, es ist vielversprechend und Teil 2 kommt dann im Winter raus, habe ich schon gesehen, mit einem auch wunderschönen Cover. Und ich hoffe, es wird mich überzeugen. Ich glaube, ich habe gar kein Buch noch aus dem Lago Verlag im Regal, wieder so Zeit. 520 Seiten, also eine richtig gute Länge für so ein Buch, finde ich nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Also ja, ich freue mich mega darauf und deswegen wollte ich das unbedingt mit dem Video haben, da es für mich ein Must-Buy und Must-Read wird und jetzt am letzten Maitag erscheint. Deswegen jetzt hier noch etwas nachträglich am Anfang des Neuerscheinungsvideos für den Juni. Und jetzt starten wir mit den eigentlichen Juni-Büchern los und da kommt dann gleich mal ein Buch raus von einer Autorin, wo das vorige Buch wirklich sehr, sehr beliebt war. Das war richtig gehypt. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe dazu auch mittlerweile ein paar negative Rezensionen gehört, aber der Großteil war wirklich in love mit dem Buch. Das ist nämlich die Autorin von Royal Blue. Und dieses neue Buch von ihr wird heißen I Kissed Shara Wheeler. Das kommt am 1. Juni schon raus. Ich mag das Cover sehr gerne. Also ich mag den Zeichenstil. Ich mag dieses helle Happy Grün im Hintergrund. Und diesen Liebesbrief, da mit den Küssen drauf. Bisschen kitschig, aber es springt irgendwie ins Auge gleich. Und es geht hier wohl wieder, glaube ich, um irgendwas Queeres. Ja, Moment, wo fängt denn da der Klappentext an? So, da. Chloe Green ist fast am Ziel. Bald hat die queere Schülerin die Highschool in der engstirnigen Kleinstadt Alabama endlich hinter sich, und zwar als Jahrgangsbeste. Wenn nicht Ballkönigin Shara Wheeler, die rundum perfekte Tochter des Schuldirektors, noch einen Strich durch die Rechnung macht. Doch mit einem einzigen Kuss bringt Shara Chloes Welt ins Wanken, nur um anschließend wie vom Erdboden verschluckt zu verschwinden. Statt Antworten findet Chloe lediglich kryptische Nachrichten von Shara, die sie auf eine atemlose Suche schicken. Als Chloe Sharas Geheimnissen auf die Spur kommt, beginnt sie zu ahnen, dass hinter dieser kleinen Stadt mehr stecken könnte, als sie dachte. Und vielleicht auch hinter Shara.
Es klingt irgendwie so, es gibt mir so ein bisschen so frillmäßige Vibes ganz leicht, weil sie da vom Erdboden verschluckt und sie dann ihre Fährte aufnimmt und Dinge aufdeckt und Geheimnisse rausfindet. Es hat irgendwie so Desperate Housewives-Flair, obwohl es da wahrscheinlich was ganz anders geht, aber so von diesem Grund. Flair, was der Klappentext für mich verspricht, und ich liebe ja Desperate Housewives. Ich war ja da late to the party damals, als das so beliebt war, dachte ich jahrelang, das ist so eine Serie für ältere Frauen oder sowas. Aber dabei ist das ja eine mega, mega krasse, geile Serie, die ich so, so liebe und sogar schon mehrmals rewatcht habe. Aber das hier klingt halt natürlich jugendlicher und es geht wohl um eine lesbische Liebesgeschichte zwischen zwei Mädels. Ja, ich persönlich werde das nicht lesen, da bin ich einfach nicht die Zielgruppe, glaube ich. Das klingt schon eher was für Jüngere, aber ich bin gespannt auf die Bewertungen. Ich bin wirklich gespannt, ob das dann auch so durch die Decke gehen wird wie das Royal Blue. Weil das war ja wirklich, aber da finde ich die Idee auch cool, dass diese beiden Präsidentensöhne da miteinander für die Öffentlichkeit Zeit verbringen müssen und sich dann verlieben und das natürlich tabuisiert ist, dass die dann homosexuell sind. Das finde ich ist einfach eine coole Idee. Aber naja, mal sehen, was die Bewertungen zu I Kissed Sheryl Wheeler dann hergeben. Ich bin gespannt. Und am 1. Juni geht es weiter und da kommt dann mal wieder ein Vampirroman raus. In letzter Zeit kommt da ja eigentlich wenig und wenn nur so langweilig irgendwie was alles gleich klingt. Und dieses Buch, finde ich, klingt aber eigentlich ganz ansprechend. Es geht nämlich um All Lovers Lost, der Sog der Nacht von Madeleine Puljik aus dem Knauer Verlag. Und zwar geht es da um die Hamburger Medizinstudentin Sina. Sie ist ebenso geschockt wie auch fasziniert, als sie herausfindet, wer der Mann wirklich ist, in den sie sich Hals über Kopf verliebt hat. Denn Lazar ist ein Vampir und er bietet Sina weitaus mehr als nur Unsterblichkeit in ewiger Nacht. Doch der Traum von Liebe wird zum Albtraum, als die beiden auf brutale Weise voneinander getrennt werden. Auf sich allein gestellt in einem Leben, das ihren Prinzipien in allem widerspricht, muss Sina entscheiden, wer sie wirklich sein will. Eine verfolgte Kreatur, die der Vergangenheit nachtrauert, oder eine Jägerin, die nach völlig neuen Regeln spielt. Sie wird wohl also selbst zum Vampir gemacht von diesem Lazar. Und wie es dann weitergeht, die Liebesgeschichte zwischen ihnen, interessiert mich, aber mich interessiert natürlich dann auch die Story, wie sie sich dann wohl durchschlagen wird. Es klingt schon gut, ich mag das Cover, man sieht am ersten Blick, dass es ein Vampirroman ist, ohne dass es zu kitschig wirkt. Also finde ich voll okay mit dem blutenden Fauder und der Blume. Also ja, würde mich ansprechen, aber auch da warte ich persönlich die Rezis mal ab. Bin sehr gespannt auf die Bewertungen und Meinungen und mal sehen, ob das dann ja endlich mal wieder Vampire sind, die einem dann auch das Fürchten lehren. Am 8.6. kommt dann wahrscheinlich raus, das wurde nämlich auch schon ein, zweimal nach hinten verschoben, genauso wie Teil 2. Deswegen kann ich euch jetzt nur zum Zeitpunkt dieses Drehs sagen, dass online übersteht 8.6. und ich hoffe, es wird nicht nochmal verschoben. Sollte dann Band 3, also der dritte und letzte Band der Lotus-Kriegssaga von J. Christoph rauskommen, nämlich Endsinger. Und ich habe Band 1 ja gelesen und 5 Sterne gegeben und Highlight, das ist J. Christoph, mein Gott, Leute, ja, also der schreibt ja wirklich unglaublich gut. Und Band 2 habe ich noch ungelesen im Regal und der ist ja viel dicker als Band 1. Ich glaube, der hat 800 Seiten und auch dieser zweite wird dick und fett werden. Ich habe mir da ja die mega teuren, also wirklich überteuerten Hardcover-Versionen bestellt und auch Teil 3 wird in dieser Version einziehen, dass ich die ganze Reihe so habe. Nochmal werde ich mir nicht solche überteuerten Bücher bestellen. Ich persönlich finde das einfach zu teuer, aber da dachte ich mir damals, ich schlage zu bei Band 1 und ja, reden wir nicht über die Preise. Ich blende sie euch ja hier neben mir ein. Es gibt aber auch eine günstigere, leistbare, hübsche Taschenbuchversion dieser Reihe. Da muss man jetzt nicht diese mega teuren Hardcover bestellen, wenn man das Geld nicht hat oder investieren möchte. Und ja, die Reihe, wie gesagt, Band 1 war ein Highlight. Es geht um ein asiatisch angehauchtes Steampunk-Fantasy-Setting. Es geht um eine besondere Freundschaft zwischen einem Mädel und einem Donnertiger namens Buru. Und sie möchte dann sich an dem Reich und vor allem am Shogun rächen mit Hilfe des Donnertigers. Und ob ihr das gelingt, müssen wir dann natürlich selber lesen. Wie gesagt, Band 1 war ganz grandios. Vor allem dieses Worldbuilding war interessant. Und die Freundschaft zwischen ihr und dem Donnertiger war ganz toll dargestellt. Wunderschön und auch teils witzig und
ja, es hat einfach mega Spaß gemacht. Das war wirklich Lesespaß. Und ich freue mich schon auf Band 2 und natürlich darf der dritte sofort einziehen. Der ist auch schon vorbestellt von mir und ich bin voller Vorfreude, dass der dann hoffentlich nicht mehr verschoben wird und am 8.6. oder gegen den 8.6. dann bei mir zu Hause ankommt. So, wir sind jetzt beim 14.6. schon angelangt und da erscheint dann ein Buch, das im Englischsprachigen auch mega gehypt wurde und wird. Und es wurde jetzt natürlich auf Deutsch übersetzt und übernommen, was ich toll finde, mit dem Cover 1:1 übernommen. Nämlich Cinderella ist tot von Kaylin Byron. Ich habe aber schon gehört und ich glaube es auch und deswegen bei mir wird es nicht einziehen. Ich warte die Bewertungen zumindest mal ab, dass das ein Buch ist, das gar nicht so toll ist, wie es klingt und nur so beliebt ist, weil es LGBTQ und diverse Themen vertritt. Denn momentan, es ist einfach so, werden diese Themen rauf und runter geritten, nicht nur bei Büchern, sondern auch bei allen möglichen anderen Dingen auf der Welt, vor allem in den Medien, dass das gerade beliebt ist, bekannt ist, gut ankommt und dadurch Hypes entstehen und deswegen springen da ziemlich viele drauf auf. Aber ja, das ist nur das, was ich gehört habe. Es kann ja auch sein, dass es ein mega tolles Buch ist. Es geht um Sophia. Sie lebt in Cinderellas Königreich, 200 Jahre nach jener Ballnacht, in der Cinderella ihren Traumprinzen fand. Doch Cinderellas Geschichte dient inzwischen nur noch dazu, die Frauen zu unterdrücken und sie möglichst schnell bei einem großen Festakt im Schloss unter die Haube zu bringen. Wer sich diesem Ritual verweigert, wird getötet und wer am Ende der Ballnacht noch keinen Mann hat, wird ausgestoßen und verfolgt. Doch Sophia will keinen Mann, sie flüchtet in den verwunschenen Wald und trifft dort Constance, die ihr zeigt, dass sie die Kraft hat, ihr Schicksal und ihre Welt für immer zu verändern. Also ja, es wird eine lesbische Liebesgeschichte werden. Ich finde das die Grundidee cool, das spricht mich sehr an. Ich mag diese dystopischen Was-wäre-wenn-Inhalte, dass die Frauen hier unterdrückt werden, auf diesen Bällen verheiratet werden, sonst werden sie umgebracht. Ich mag es kompromisslos in Büchern und dystopisch eben. Also es könnte was für mich sein, allerdings, wie gesagt, warte ich Bewertungen ab, weil ich einfach Angst habe, dass der Klappentext toll klingt und dann es vorhersehbar ist beim Lesen und nicht ganz mich so begeistern kann, wie ich es mir wünschen würde. Aber ja, es wird 450 Seiten haben, also eine gute Buchlänge haben. Ich finde das Cover sehr schön. Also es wäre bei mir auf jeden Fall teilweise ein Coverkauf. Ja, ich finde das Cover wirklich, wirklich toll. Aber ja, es wird nicht gleich bei Erscheinen einziehen. Es kommt ja auch noch jetzt im Laufe des Videos einiges raus, was ihr sehen werdet, was nicht gerade günstig ist, wo ich sage, ja, die Bücher haben sowieso Vorrang aus mehreren Gründen. Aber ja, ich warte Rezis ein bisschen ab und wenn es dann wirklich bei allen gehypt wird, dann wird es dann wahrscheinlich ein paar Wochen später einziehen dürfen. Aber mal sehen. Und am 14. Juni geht es weiter und da kommt jetzt das erste New Adult Buch des Monats raus und es ist der neue Reinstart von Nena Tramontani, der mega toll klingt und auch das Buch werde ich mir auf jeden Fall holen, weil ich glaube, ich werde das lieben. Ich habe aber noch Band 3 ihrer vorigen Reihe ungelesen im Regal. Schande über mein Haupt, das muss ich wirklich bald ändern und endlich lesen, dass ich die Reihe beende, weil dieses Buch hier soll einziehen und ich will das dann bald lesen. Ich will aber nicht die andere Reihe offen haben. The struggle is real. Es geht um The Way I Break. Wieder aus dem Penguin Verlag. Und ja, das klingt mega toll. Es sieht sehr bunt und glitzerhaft und niedlich aus. Nena Tramontani hat aber schon gepostet, keine Angst, dieses Buch wird auch ernste, tiefgründige und emotionale Themen beinhalten. Und nur weil der Klappentext und auch das Cover ein bisschen süßer und unschuldiger daherkommen, ist es die Geschichte und die ganze Buchreihe nicht. Und das hat mich überzeugt, denn ansonsten wäre es mir vielleicht zu sehr in die Richtung gegangen, auch ganz nette, süße Liebesgeschichte. Aber ihr wisst, ich brauche Emotionen, ich brauche ernste Themen, ich brauche Tiefgang und ich will durchgeschüttelt werden von dem Buch, ja. Ich brauche das Drama in Büchern und ja, ich vertraue dir einfach, dass das schon stimmen wird, wie sie das da gesagt hat. Es geht nämlich in der Geschichte immer ums Kochen, um ein Restaurant und ums Kochen und das klingt auch wirklich toll. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere als junge Starköchin will Victoria nur noch weit weg von London und von ihrem manipulativen Freund. Kurzerhand flieht sie in die idyllische Hafenstadt Goldbridge, wo ihre Mutter
einst im Sternerestaurant Prisma arbeitete. Victoria will endlich verstehen, warum ihre Mom sie für diesen Ort und ihre Karriere verließ und nimmt dort unerkannt einen Kellnerjob an. Doch in dem Versuch, ihre Sorgen in Alkohol zu ertränken, gibt sie einem attraktiven Fremden zu viel Intimes über sich preis. Ohne zu ahnen, dass Julian einer der Söhne der Restaurantinhaber ist. Und er besitzt die Frechheit, Victoria einen Vorschlag zu machen. Er behält das Geheimnis ihrer wahren Identität für sich, wenn sie ihm Nachhilfe beim Kochen gibt. Victoria kann sich nicht erklären, warum dieser unverschämte Deal eine Flamme im Herzen entzündet. Der Auftakt der süchtig machenden Hungry Hearts-Reihe. Also ja, man merkt es ja schon am Klappentext, es hat schon ernste Themen hier angeteasert. Sie hat einen manipulativen Freund, von dem sie weg will. Also ja, eine toxische Beziehung. Dann hat sie ihre Mutter nie kennengelernt, oder die Mutter hat sie zumindest verlassen als Kind. Sie möchte dem aus dem Grund gehen und ihr da quasi auf ihr Leben folgen und sich da einschleusen unerkannt in dieses Restaurant. Und dieser junge Sohn dort erpresst sie dann auch noch. Also, es klingt wirklich, ja, es klingt toll, verzwickt, nach ganz vielen interessanten Themen, die da verbaut wurden. Ihr Schreibstil ist angenehm und flüssig zu lesen, sicher in dem Buch auch. Also, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich. Und ja, Band 3, der sich noch immer nicht ausging von der vorigen Reihe, der muss jetzt wirklich bald von mir gelesen werden, weil das Buch möchte ich eigentlich im Sommer lesen, weil ich glaube, das wird so richtig gut zum Sommer auch passen. Und wir sind noch immer beim 14. Juli. Da erscheint echt viel auf einmal. Da kommt dann raus Words You Need von Josi Wismar. Das ist Band 2 der Ember Falls Reihe. Ich habe Band 1 noch immer ungelesen im Regal. Da habe ich ja damals absichtlich gesagt, okay, Band 2 erscheint erst im Sommer. Das war Anfang des Jahres, kam der erste raus. Da haben andere Bücher Vorrang. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass ich das gleich lese. Und mittlerweile gibt es ja so viel schlechte Rezis, ne? Also zu Band 1 gibt es wirklich sehr viel schlechte, negative Rezensionen. Bewertungen sprechen eine ziemlich eindeutige Sprache. Ich habe mittlerweile mega Angst, das zu lesen und auch enttäuscht zu werden, denn ich wollte es lieben. Der Klappentext klang toll. Und ja, natürlich wird dieser zweite Band Words You Need bei mir nicht einziehen, bis ich Band 1 gelesen habe. Weil falls der auch bei mir floppt, dann breche ich die Reihe ab. Es gibt einfach zu viele tolle Buchreihen, zu viele gute, tolle, interessante Bücher, dass man Buchreihen nicht unbedingt vervollständigen muss, wo Band 1 floppt. Aber ich mache mir ja trotzdem ein eigenes Bild und muss Band 1 lesen. Vielleicht finde ich es ja ganz, ganz toll und dann möchte ich Words You Need auch haben. Es geht dann um andere Pärchen, also kann ich euch vorlesen, worum es in diesem zweiten Band gehen wird. Schon früh musste Lexi lernen, Verantwortung zu übernehmen und auf sich selbst aufzupassen. Im atmosphärischen Ember Falls in den Rocky Mountains hat sie nicht nur ein Zuhause und einen Studienplatz, sondern vor allem ihre besten Freunde Emril und Jake gefunden. Sie genießt ihr Leben in vollen Zügen und hat nur eine Regel: Männer bleiben nicht länger als eine Nacht. Doch als Nate in ihr Leben tritt, verändert sich alles, denn er will mehr als nur ein One-Night-Stand sein. Als Lexis düstere Vergangenheit sie einholt, steht sie einmal mehr an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Schafft es Nate, ihre emotionalen Mauern einzureißen? Manchmal reichen schon die richtigen Worte, die falschen aber können alles zerstören. Ja, schwierig. Ich mag keine Bücher, wo Leute dauernd nur One-Night-Stands haben, egal ob das die Frauen oder die Männer sind. Das ist jetzt nicht so mein Thema, was ich gerne lese. Mir ist das egal, ob Leute das machen, jeder kann ja machen, was er will, aber es ist einfach, über solche Protagonisten lese ich nicht so gerne, außer es sind mega gebrochene Charaktere, die Tiefgang haben. Das lese ich dann wieder gern. Also, richtig strange bei mir, aber ob das hier so sein wird, naja. Ja, Band 1 habe ich noch vor mir und dann entscheide ich eben, ob dieser zweite einziehen darf oder nicht. Aber an alle, die es interessiert, die Band 1 schon gelesen haben, der zweite kommt. So, und das waren ja alles tolle Bücher und Endzinger von Jack Christoph war ja schon für mich so ein Must-Buy-Buch, auf jeden Fall der dritte Teil vom Lotuskrieg. Aber jetzt kommt ein Buch, worauf ich mich schon so lang freue. Wann kam Band 1 raus? Der kam vor 2 Jahren im Herbst raus. Also nicht jetzt letzten Herbst, sondern das Jahr davor schon. Da hatte ich gerade mit Bookstagram angefangen, hatte noch kein Booktube hier, diesen Kanal noch gar nicht, nur Instagram, für ein paar Monate erst. Da habe ich Band 1 gelesen in der Leserunde, das weiß ich noch. Und es war ein Jahreshighlight. Und es kommt raus,
Crescent City Band 2 kommt endlich raus und ihr seht hier neben mir, es wird ja wohl das schönste Cover der Welt. Der Charakter Hunt wird drauf sein, den wir natürlich auf Band 1 schon kennen. Es wird blau sein. Ich bin voller Liebe für das Cover. Die erste Auflage hat einen wunderschönen Buchschnitt, genauso wie Band 1 wird er aussehen, nur nicht in Rot, sondern in Blau und auch mit dem gleichen Bild drauf. Ich werde das feiern, ich werde das lieben, ich werde das sofort am Erscheinungstermin kaufen. Und wir werden es als Leserunde lesen zu dritt, dann im Folgemonat, im Juli. Und weil das Buch über 1000 Seiten haben wird, das wird noch dicker als Band 1 schon. Der hatte ja 900, glaube ich, ne? So um die 900. Also dieses Buch hat über 1000 Seiten, werden wir im Juli auch nur dieses Buch als Leserunde über den ganzen Monat lesen. Sonst sind die Leseabschnitte einfach unrealistisch lang. Man kommt ja nicht jeden Tag so lang zum Lesen, wie man möchte. Deswegen werden wir statt zwei nur eine Leserunde im Juli lesen, weil das dicke, fette Buch natürlich seine Zeit und Aufmerksamkeit braucht. Und ich denke, es wird mindestens so gut wie Band 1. Ich freue mich, in diese Welt zurückzukehren. Worum es in dieser Geschichte geht, kann ich euch nicht zusammenfassen. Es ist so viel passiert, es ist komplex, es geht um viele Charaktere, es geht um, wie der Name sagt, um Crescent City, um eine magische Fantasy-Stadt, die aber modern wirkt wie eine Großstadt und die verschiedensten Wesen laufen dort rum. Fae, Engel, Dämonen, Gestaltwandler, Hexen, alles, was es so gibt, läuft dort rum. Also ohne Ausnahme. Und es geht halt um Bryce, sie ist die Hauptprotagonistin, sie ist halb Fee und halb Mensch und sie liebt es dort, sie ist ein Partygirl und mit ihr startet die Geschichte. Es ist in der allgemeinen Erzählperspektive geschrieben, was bei dem Buch, also bei Band 1, aber Sinn gemacht hat, denn die Autorin, Sarah J. Maas, hat das wirklich zu ihrem Vorteil genutzt in Band 1, um aus den verschiedenen Perspektiven zu schreiben, trotz dessen, obwohl es aus der Erzählperspektive war. Also das macht sie mega, mega toll. Also in Band 1, da hat sie mich aus den Socken gehauen, dass sie dann gut schreiben konnte. Der Charakter weiß was Bestimmtes noch nicht, der andere aber schon. Und ja, das geht dann so hin und her und den Kapitel so, den Kapitel... Also ja, ich war Feuer und Flamme, ich werde Feuer und Flamme von Band 2 sein. Wenn ich das in Händen halte, werde ich wahrscheinlich Jubelschreie ausstoßen. Also ja, ich kann es nicht erwarten und das ist mein Must-Buy und Must-Read des Monats, also Must-Read dann erst im Folgemonat, aber mein Must-Buy des Monats schlechthin. Ein zweiter kommt dann noch im Laufe des Videos, auf den ich mich genauso freue wie auf das. Also der Juni wird schon toll mit Büchern, auf die ich mich schon seit 2 Jahren vorfreue. Ja. Ich glaube, ihr seht es mir an, ich bin ein bisschen sprachlos, weil es jetzt endlich dann Mitte Juni soweit ist, dass man dieses hübsche, tolle Buch in Händen halten kann. Und die richtige Entscheidung war auch, das Cover vom gleichen Künstler machen zu lassen wie Band 1. Die werden toll nebeneinander aussehen, wirklich mega. Und das ist genau der Artstyle, den ich geil finde. Also ich bin voller Liebe. Voller Liebe. Gut, gehen wir mal zum nächsten Buch, weil sonst schwärme ich euch hier 10 Minuten über Crescent City zu. Beim 22. Juni, und da kommt was ganz toll Klingendes raus, aus dem Vajona Verlag. Und ich habe ja aus dem Vajona Verlag noch kein Buch gelesen. Ich war immer irgendwie unsicher oder skeptisch, keine Ahnung warum, das hatte immer unterschiedliche Gründe bei den jeweiligen Büchern. Aber dieses Buch wird jetzt das erste sein, das fix einzieht bei mir. Denn ich bin vom Klappentext absolut überzeugt. Und ich hoffe, es wird so gut, wie ich mir das vorstelle. Nämlich Spiegelkristalle von Nika V. Carroll. Über schwarze Schatten und Metallherzen. Und ihr seht schon alleine an der Cover, an Covergestaltung, dass das ein Steampunk-Fantasy-Buch wird. Geil. Einfach geil mit diesem Metallherz und rundherum diese Zahnräder. Finde ich cool. Das Buch kommt sowohl gebunden um 21 Euro oder als Paperback um 16 Euro raus. Und ich bin vom Klappentext so überzeugt, dass ich es mir teurer als Hardcover holen werde. Das wird eine Trilogie mit 3 Teilen werden. Das heißt also wirklich, ich hoffe, dass das genau nach meinem Geschmack wird. Ich habe Bock auf Steampunk-Bücher. Es gibt viel zu wenig in diesem Genre und deswegen finde ich es wirklich toll, dass da ja langsam irgendwie mehr rauskommt und vermischt mit Fantasy und ein bisschen Jugendbuch.
könnte das total mein Genre sein. Also ja, ich werde es wagen und mir gebunden holen. Und zwar, es geht darum, vor tausenden von Jahren wurde die Insel Yung Mai durch einen Fluch in zwei Teile gespalten, den Gesegneten und den Verfluchten. Während sich die einen als Auserwählte betrachten, sehnen sich die anderen nach Rache. Umgeben von magischen Maschinen und unvollkommenen Menschen ist dem Spiegelkönig jedes Mittel recht, um endlich wieder frei zu sein. Dabei sieht er seine einzige Chance darin, Agresmus freizulassen, ein Monster, das die Welt ins Chaos stürzen soll. Als die Schattentänzerin Aira und ihre Freunde von dem Plan des Spiegelkönigs erfahren, setzen sie alles daran, ihn von seinem Vorhaben abzuhalten. Doch dieser scheint jeden ihrer Schritte bereits zu kennen. Und bevor es Aira verhindern kann, ist sie tief in die Machenschaften der Insel verstrickt und längst Teil eines viel größeren Plans. Der Auftakt einer Steampunk-Fantasy-Reihe, die neu, einzigartig und atemberaubend zugleich ist. 500 Seiten wird Teil 1 haben. Und mich spricht das so an. Ich weiß nicht warum. Das erweckt in mir dieses Gefühl, dass ich das sofort lesen möchte. Und das habe ich in letzter Zeit bei Büchern von Autoren, die ich noch nicht kenne, selten gehabt. Also das erweckt für mich wirklich den Eindruck, als wären da mal neue Ideen drinnen. Als würde es mal um andere Dinge gehen, als Dinge, die man schon mehrmals gelesen hat. Also ich glaube, das kann neuartig, anders und modern sein. Und ich setze meine Hoffnungen rein. Und ja, es werden drei Teile werden. Ja, auf jeden Fall, es gibt, man weiß schon, wie die Cover aussehen von Instagram, vom Ayona Verlag, die haben das schon gepostet. Die werden alle gut zusammenpassen in diesem Steampunk-Style. Und ja, man muss ja auch mal was riskieren, oder? Man muss auch mal Autoren, die man noch nicht kennt, vertrauen, Klappentexten vertrauen und dass die Cover einen ansprechen. Weil ich glaube, wenn das dann wirklich mega gut wird und ich die ganze Reihe haben will, würde ich mich ärgern, wenn ich das dann als Taschenbuch da habe, die ja auch nicht gerade günstig sind hierbei. So, da war zum ersten Mal die Speicherkarte voll. Ich war beim Buch Spiegelkristalle und ja, also das Taschenbuch wird ja auch nicht gerade günstig sein mit 16 Euro. Oder? 16 Euro? Nicht? Ja, das Paperback wird 16 Euro kosten und das gebundene Buch 21. Also ja, natürlich ist es trotzdem günstiger, 5 Euro sind es mehr, aber ich werde die 5 Euro investieren, weil wenn das wirklich eine tolle Reihe wird, die mich begeistern kann, wovon ich ausgehe, dann bin ich happy, wenn ich die als Hardcover da habe. Und ich bin ja nicht so, dass ich Bücher doppelt kaufe. Also hätte ich das als Paperback da, dann würde ich dann nie das Hardcover kaufen. Und ich hasse es, wenn Reihen mal so und mal so sind. Dann müsste ich alles Paperback haben und mich immer ärgern. Book-Nerd-Problems. Müsst ihr nicht verstehen, aber die meisten von euch werden es wahrscheinlich eh nachvollziehen können. Deswegen werden die Bücher bei mir als Hardcover einziehen, also zumindest mal Teil 1. Und dann hoffe ich, es wird so gut, wie ich mir das vorstelle. Am 22. Juni kommt dann das erste Buch aus dem Lux Verlag im Juni raus für den Monat. Und das wird die neueste Reihe, der Reihenstart von Lena Kiefer sein. Bei ihren Büchern bin ich ja up to date. Ich habe alle Bücher von ihr gelesen. Und es erscheint ja jetzt noch die nächsten Mai-Tage. Also ich drehe das Video hier gerade ein bisschen vor. Und ja, es erscheint ja Nights Band 2 jetzt Ende Mai. Und am 22. Juni erscheint dann ihre neue Romance New Adult Reihe im Lux Verlag, nämlich Westwell. Und es klingt einfach toll. Es wird wieder eine Buchreihe sein, wo es in allen drei Teilen um das gleiche Pärchen gehen wird. Also mit ganz vielen Plot-Twists und fiesen Cliffhanger, wie sie das gerne macht, die gute Lena Kiefer. Und natürlich wird das bei mir einziehen. Das ist ja ganz klar, oder? Also ich meine... Und zwar, es wird darum gehen. Als Helena Westen nach New York zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel, den Ruf ihrer Schwester wiederherstellen, koste es, was es wolle. 2,5 Jahre ist es her, dass Valerie und ihre große Liebe Adam nach einer Partynacht tot in ihrer Hotelsuite aufgefunden wurden. Und seitdem lässt Adams Familie keine Gelegenheit aus, Valerie die alleinige Verantwortung am tragischen Tod der beiden zu geben. Einzig Helena glaubt fest an die Unschuld ihrer Schwester und sie setzt alles daran, herauszufinden, was in jener schicksalhaften Nacht wirklich geschehen ist. Aber auf der Suche nach der Wahrheit kommt ihr ausgerechnet Josiah Coldwell,
Adams jüngerer Bruder in die Quere. Helena weiß, dass sie Jess eigentlich mit jeder Phase ihres Seins hassen müsste. Und doch weckt der Gefühl in ihr, gegen die sie schon bald machtlos ist. Also, es geht um einen ungeklärten Mordfall an ihrer Schwester. Es geht darum, dass sie ihren Ruf wieder retten oder verbessern möchte. Es geht darum, dass die Familien aufgrund dieses schrecklichen Vorfalls wohl sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben und hassen und verfeindet sind. Und eben um den Bruder des Toten und sie ist die Schwester der Toten. Also ja, es wird Thrill-Elemente wohl haben, es wird ein Katz-und-Maus-Spiel, es wird eine Art Hate-to-Love, Enemies-to-Lovers-Geschichte werden aufgrund dieser Umstände. Ich bin unglaublich gespannt darauf. Ich freue mich darauf, da mal wieder in eine ganz andere Richtung in puncto Romance zu gehen. Sowas mit Mordfall und so. Es wird wohl nicht viel, sondern eher so Krimi-Elemente dann beinhalten, wo die dann wahrscheinlich Dinge aufdecken, Geheimnisse lüften, nach gewissen Dingen weitersuchen und das versuchen Stück für Stück aufzuklären, also eben krimimäßig. Ich bin ja nicht so ein Krimi-Fan, aber ich denke, dass Lena Kiefer das so schreiben kann, dass mich das begeistert, dass das mich interessieren kann und überzeugt. Und ich hoffe, die Liebesgeschichte wird auch ganz toll. 480 Seiten, das wird also auch nicht gerade dünn. Und ich mag das Cover, ich mag die Cover, denn sie sind schlicht, aber schön, nicht überladen. Ich mag das Muster rundherum und die Farben. Es wirkt ein bisschen schickimicki. Aber ich glaube, dass es auch so eine Schickimicki-Familie vielleicht so ein bisschen sein wird mit reicheren Leuten. Mag ich auch nicht so, aber auch bei Lena Kiefer vertraue ich da einfach drauf, dass mich das trotzdem überzeugen kann. Ich freue mich sehr auf diesen Reihenstart und natürlich wird auch das bei mir dann gleich bei Erscheinungstermin einziehen dürfen. Und am 22. Juni kommt dann noch was im Lux Verlag raus, worauf ich mich mega, mega vorfreue. Es ist nämlich der zweite Teil der Like This Reihe von Mewish Sohail. Und ich habe Band 1 ja trotzdem Ende, das ich nicht so gut fand, sehr, sehr geliebt. Vor allem den Schreibstil, vor allem diese Kleinigkeiten und diesen zarten, wirklich zarten, interessanten, schönen, emotionalen Schreibstil. Habe ich so geliebt. Ich mochte so viele Details in Band 1. So, so gerne. Es spielt auch in Wien und das allein war für mich schon so schön. Irgendwie so ein Detail, wo ich mich dem Buch gleich näher gefühlt habe. Und ich weiß nicht, ob Band 2 auch in Wien spielt, aber ich glaube ja, da es wohl um die Familie geht, um die Geschwister von Band 1. Ist aber nur eine Vermutung, denn der Klappentext klingt kryptisch. Teil 2 wird heißen Like Feathers Between My Ribs. Ich werde auch hier das Cover lieben wie bei Band 1 schon. Ich mag, dass das Cover auch diese Zartheit rüberbringt. Also ja, das Buch wurde ja nach hinten verschoben wie bei Band 1 auch. Und jetzt kommt es endlich raus Ende Juni. Ich freue mich einfach. Ich freue mich wirklich wahnsinnig drauf. Mehr kann ich da gar nicht sagen. Wirklich, ich bin schon wieder voller Vorfreude, innerlich erhellt auf den Juni, wegen dieser ganzen tollen Bücher. Also, ich hoffe, ihr seht es mir an, dass ich mich wirklich richtig arg freue. Die Beschreibung gibt nicht viel her von Band 2. Wir wissen eben die Charaktere noch nicht. Das ist wohl Absicht, ja, dass wir das dann erst beim Lesen erfahren, was ich eigentlich ganz cool finde. Ich lese ihn aber trotzdem natürlich vor. Romantisch, wunderschön und einzigartig. Was, wenn du das Gefühl hast, dass dir etwas Entscheidendes im Leben fehlt? Als hättest du etwas verpasst, als würde das Leben einfach nur an dir vorbeirasen, ohne dich mitzunehmen. Was, wenn du jemanden triffst, der seinen Platz auch noch nicht gefunden hat, der dich fasziniert und dir den Wunsch und in dir den Wunsch weckt, nicht nur ihn näher kennenzulernen, sondern auch dich selbst. Das klingt so schön. 452 Seiten. Ja, es ist mir eigentlich wirklich egal, um wen von den Geschwistern es gehen wird. Ich habe eine Vermutung, aber wenn der Schreibstil so wird, also bei dieser Buchreihe nach Band 1, sage ich euch wirklich, dass ich das vor allem wegen diesem zarten, speziellen, mir sehr nahegehenden Schreibstil lesen möchte, egal welche Protagonisten es beinhaltet dann letztendlich. Und ich hoffe, es wird mir auch diesen Lesespaß und dieses Leseerlebnis geben wie Band 1. Also mich hat es ja wirklich Band 1 sehr im Herzen getroffen, meinen Geschmack getroffen. Und wenn Band 2 auch so ist, dann, ja, dann zähle ich Mewish Sohail dann wirklich schon zur Autorin, wo ich alles lesen möchte. Und Band 3 kommt dann erst im Winter leider raus, aber
ja, Vorfreude ist die schönste Freude, ne? Auf jeden Fall bin ich so froh, dass Like Feathers Between My Ribs jetzt am 22. Juni rauskommen wird. Und am 22. Juni kommt dann noch was im Vajona Verlag raus, nämlich Summer Blues, eine Melodie für dich, Seasons of Music, Band 2. Der erste Teil war ja irgendwas mit Winter und dieser zweite hier ist eben mit Summer, also perfekt für den Sommeranfang kommt das jetzt raus. Und ich habe Band 1 nicht gelesen, aber ich fand der Klang eigentlich ganz gut. Und es geht um andere Pärchen, deswegen kann ich euch den Klappentext hier von diesem zweiten Teil vorlesen. Es geht um Olivia Thompson und sie hat die Nase voll. Sie will nicht länger nur Artikel über Popsternchen schreiben, umso glücklicher ist sie, als sie die Anfrage erhält, eine Reportage über die US-Tour von Rule of Three zu machen. Den gesamten Sommer lang mit der Band unterwegs sein, das Tourleben hautnah miterleben, Jackpot. Dieser Auftrag könnte das Karrieresprungbrett sein, das sie sich immer schon gewünscht hat. Doch mit der Band auf Tour zu gehen, bedeutet auch viel Zeit mit Logan Lewis zu verbringen. Olivia verfällt dem Leadsänger der Band und seiner lockeren Art immer mehr. Die Flirts werden heftiger, die Blicke eindeutiger, die Gefühle intensiver. Bis Olivia etwas über Logan erfährt, das alles ins Wanken bringt. Also ja, im ersten Teil ging es ja, glaube ich, um den Drummer. Hier in Band 2 geht es jetzt dann um den Sänger und seine Liebesgeschichte. Es ist also eine Rockstar-Liebesgeschichte. Ich bin bei Rockstar-Liebesgeschichten ja immer sehr skeptisch. Aber ich finde, dass auch das ganz cool klingt, dass sie, weil ich finde bei Rockstar-Liebesgeschichten immer schwierig, dass es da oft um Fans geht, die dann mit der Band irgendwie in Kontakt kommen und dann sich da verlieben. Das ist mir irgendwie zu Fanfictionesk. Aber das klingt mal wieder ein bisschen realistisch, weil sie ja eben Reporterin ist und da ist es auch naheliegend, dass die sich im realen Leben auch so kennenlernen könnten, aufgrund dieser Interviews und der Reportage und dass sie da mitreist. Und ihn da eben dann auch näher kennenlernt. Also das ist wieder was, wo ich sage, das ist gut ausgedacht, warum die sich überhaupt kennenlernen würden in diesem Szenario. Ja, 380 Seiten, das ist wohl so eine richtig angenehme, schöne Rockstar-Liebesgeschichte für den Sommer, kann ich mir vorstellen, die man wirklich einfach und schnell wegsuchen kann. Bin gespannt auf die Bewertungen. Ich muss mir die zu Band 1 mal genauer anschauen, weil vielleicht ist das eine Reihe, der ich eine Chance geben würde. Aber aktuell steht es jetzt nicht auf meinem Kaufplan drauf für den Juni, aber man kann es im Blick behalten. Es klingt schon ganz, ja, ganz schön locker leicht für zwischendurch im Sommer. Wenn es heiß ist draußen, dann liest man auch gerne mal sowas. Dann kommt noch was am 22. Juni raus aus dem Lux Verlag. Das hätte ich eigentlich vor dem gerade jetzigen Buch, aber ist ja egal. Auf jeden Fall was Neues von Helena Hunting. Die hat ja auch schon einige Bücher rausgebracht. My One and Only. Und ich glaube, dass das ein Einzelband ist. Da steht auf jeden Fall kein Reinstart dabei. Und der Lux Verlag schreibt das normalerweise immer gleich dazu, was ich bei denen sehr wertschätze. Und zwar geht es darum. Zwei gebrochene Herzen, nur zusammen sind sie stark. Lavender Waters und Cody Bowman sind seit ihrer Kindheit beste Freunde. Beide sind sehr sensibel, können sich aber gegenseitig den Mut und die Stärke geben, die ihnen alleine fehlt. Als Cody Lavender jedoch nach einem Vorfall von einem auf den anderen Tag aus seinem Leben verbannt, bricht ihre sichere Welt zusammen. Selbst Jahre später hat die Splitter ihres gebrochenen Herzens nicht wieder ganz zusammengefügt. Als sie plötzlich erneut mit Codys Anwesenheit konfrontiert wird, und diesmal ist sie es, die alles versucht, um ihn nicht wieder in ihr Leben zu lassen. Doch Cody ist fest entschlossen, seine Fehler von damals wieder gut zu machen. Also ja, Friends to Lovers und dann ein Cut in der gemeinsamen jahrelangen Freundschaft und sie weiß nicht warum. Und dann lässt sie ihn Jahre später nicht an sich ran, man weiß nicht warum. Ein Hin- und Her-Katz-und-Maus-Spiel. Für mich klingt der Klappentext ehrlich gesagt zu allgemein gehalten. Man weiß nicht, was steckt jetzt dahinter. Das kann alles oder nicht sein. Deswegen wird das bei mir nicht einziehen. Ich bin aber sehr auf Rezensionen gespannt. So, da war der Akku aus. Weiter geht's mit dem nächsten Buch. Und zwar kommt ein neues Buch von Amy Harmon raus am 24. Juni, auch im Lux Verlag. Also es kommt wieder mega viele Must-Buys aus dem Lux Verlag diesen Monat. Krass. Richtig krass. Ich freue mich auf die Bücher, aber es ist wirklich ein Wahnsinn. Und ich habe wirklich noch immer die letzten zwei Amy Harmon Bücher umgelesen bei mir im Regal. Und es ist jetzt ein neues, was Ende Juni kommt. Und ich muss wirklich einen Amy Harmon Marathon starten. Dass ich vielleicht diese zwei oder mit diesen dritten drei Bücher dann wegsuchte im Juni oder Juli.
weil ich habe Bock drauf. Ich liebe ihren Schreibstil, ich liebe ihre Geschichten, vor allem ihre Charaktere, wie sie die ausarbeitet. Ich bin ja richtiger Fan von ihren Romanen. Das sind schon eher Romane, ja. Das sind keine typischen New Adult Bücher, das sind eher Liebesromane, aber trotzdem mit tollen, interessanten Ideen und Charakteren, ja. Und zwar das neue Buch wird heißen All the Pieces of My Heart und soweit ich mitbekommen habe, ja, das wird zwar jetzt als Teil 3 dieser Laws of Love Reihe verkauft, aber die haben nichts miteinander zu tun, das sind soweit ich weiß alles Einzelbände, ist ja auch egal, auf jeden Fall, die anderen waren ja alles Neuauflagen von Büchern, die schon mal vor Jahren mit anderen Covern und Titeln erschienen sind, ich glaube auch in anderen Verlegen. Und wurden eben neu auferlegt vom Lux Verlag. Zum Glück, sonst hätte ich die Autorin wohl niemals kennengelernt, denn zu diesen alten Covern hätte ich nie gegriffen. Nie, wirklich. Das war überhaupt nicht mein Geschmack. Deswegen bin ich da so dankbar und froh drüber, wirklich. Und ich glaube, das ist jetzt das erste Buch, was von ihr kommt, im Lux Verlag, was jetzt wirklich neu rauskommt. Also keine Neuauflage ist. Ich schaue nochmal, ob es bei dem schon ist oder erst beim nächsten. Ja, das ist, glaube ich, ja, das ist jetzt das erste, was noch nie draußen war und was jetzt zum ersten Mal erscheint. Und zwar, auch da klingt der Klappentext natürlich mega toll. Bist du in Noah verliebt? Bei jeder anderen hätte Mercedes die Arme verschränkt, die Brust herausgeschoben und ihre Gefühle herausposaunt. Doch es war Cora, die fragte. Cora, tapfer, zerbrochen und wunderschön. Es war Cora, die Noah ebenso sehr liebte wie sie selbst. Und deshalb log Mercedes. Und mit dieser Lüge verlor sie ihn. Sie war Freundin, Brautjungfer, Patentante. Sie war der Fels in der Brandung für ihre beiden besten Freunde, bis zu dem Augenblick, als das spröde Fundament ihrer Welt in sich zusammenbrach und sie alle fielen und fielen. Auch dann war sie da für Noah. Doch ihre wahren Gefühle zu offenbaren erschien nun noch viel unmöglicher als zuvor. Das klingt schon wieder mega dramatisch. Sie war wohl mit ihrer besten Freundin in den gleichen Typen verliebt und hat niemals die Wahrheit gesagt, dass sie in den auch verliebt ist und hat ihr den Vortritt gelassen und musste dann eben mit ansehen als drittes Rad am Wagen, dass ihre beste Freundin diesen Typen bekommen hat und war eben die Brautjungfer und beste Freundin der beiden und so weiter über Jahre wahrscheinlich und dann, also es klingt für mich so, als würde dann die Freundin sterben und sie mit Noah gemeinsam trauern und für ihn da sein, also so klingt das für mich und wenn ja, wird das mega dramatisch. Sie kann das schreiben. Ich freue mich wahnsinnig auf das Buch, genauso wie auf die anderen Ungelesenen noch in meinem Regal von ihr. Es klingt mega, es wird sofort bei mir einziehen. Ich freue mich sehr drauf. Ja. Ich freue mich einfach wahnsinnig. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ihre Bücher treffen mich genau ins Herz, in die Emotionen. Ich liebe diese Bücher. Ihr Schreibstil ist angenehm schnell zu lesen. Und wie gesagt, sie macht vor allem sehr gut interessante, dreidimensionale, echt wirkende Charaktere, in die man sich gut reinversetzen kann. Und ja, das habe ich selten in New Adult Romance Büchern so gut ausgearbeitet gesehen, tatsächlich die Charaktere. Und ja, es macht einfach Spaß, die Bücher zu lesen und sie ergreifen auch sehr, berühren auch sehr. Und ich denke, dieses Buch wird auch dazu gehören und ich freue mich drauf. So, dann kommt wieder mal ein Buch auf Deutsch raus, das im Englischsprachigen absolut gehypt und geliebt wird. Und ich muss sagen, dass der Klappentext doch wirklich gut klingt. Aber ich bin da auch skeptisch, wie bei Cinderella ist tot, weil es um LGBTQ, diverse Themen geht in einem Fantasy-Roman und ich das oft schwierig umgesetzt finde, zu sehr Hype-Train-mäßig und ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich finde es ja gut, dass sowas in Büchern vorkommt, aber wegen diesem Hype ist es halt oft überzogen oder ja, es ist schwer zu beschreiben, wie ich das meine. Auf jeden Fall kommt auf Deutsch übersetzt jetzt Cemetery Boys raus, wird auf Deutsch heißen Yadriel und Julian. Und jetzt was Oberflächliches, ich finde das Cover grässlich hässlich. Also wirklich sowas von hässlich, es tut mir weh im Herzen, weil ich es cool finde, dass eigentlich dieses Kulturelle, Aspekt, dass der da aufgegriffen wurde und eingearbeitet wurde im Cover, finde ich sehr gut. Ja, sowas liebe ich. Aber die Farbzusammenstellung mit dem schwarzen Hintergrund da, das sieht einfach nicht schön aus. Das sieht überladen aus,
kitschig, bunt durcheinander gewürfelt. Also ich würde nie zu diesem Buch greifen. Und es sieht für mich auch so kindlich aus, wie wenn das so ein Buch ab 12 wäre. Das ist es aber gar nicht. Das ist ein Jugend-Fantasy-Buch, was mega toll sein soll. Also ja, natürlich, es hat eben diesen kulturellen Aspekt. Es hat Einflüsse von Mexiko und dem Tag der Toten, der ja dort sehr gefeiert wird, mit magischen Ritualen und mit Musik und Feiern und so weiter. Das ist ja dort sehr wichtig, was ich auch sehr cool finde, sehr interessant finde. Aber das hätte man irgendwie anders aufs Cover machen können. Irgendwie besser, schöner, nicht zu überladen. Nur meine Meinung dazu. Und wenn man sich das englische Cover anschaut im Vergleich, das ist halt wirklich schön mit wirklich schön gezeichneten Charakteren drauf und spricht einen auch an. Und das sieht auch eher aus wie ein Jugend-Fantasy-Buch als das. Ja, also ich sage vorher, dass das Buch wegen dem Cover nicht so gehypt werden wird im Deutschen wie im Englischen. Auch wenn die Geschichte gut sein soll. Und ja, mal sehen, ob ich recht behalte. Aber ich glaube, dass viele zu dem Buch gar nicht in der Buchhandlung greifen werden, weil sie denken, sie sind ja gar nicht die Zielgruppe dafür. Also ich würde nicht dazu greifen. Aber es klingt wirklich der Inhalt interessant. Ich lese euch mal vor, worum es geht. Ein paar Tage vor dem Tag der Toten will Yadrel seiner traditionellen lateinamerikanischen Familie beweisen, dass er ein echter Brujo ist und ein Junge. Alle in seiner Familie können Geister beschwören oder haben Heilkräfte, aber weil Yadrel trans ist, lassen sie ihn nicht das Ritual durchlaufen. Mit der Hilfe seiner Cousine und besten Freundin Maritza schafft er es allein. Doch bei seiner ersten Geisterbeschwörung geht etwas schief und Julian steht vor ihm, der Geist des Bad Boys seiner Highschool. Und der ist weit davon entfernt, bereitwillig ins Reich der Toten überzutreten. Mit Yadrels Hilfe will er herausfinden, wie er gestorben ist. Und je mehr Zeit sie gemeinsam verbringen, desto weniger will auch Yadrel, dass Julian geht. Einfühlsame Coming-of-Age-Geschichte und atmosphärische Urban Fantasy. Vor der spannungsgeladenen Kulisse des Dia de Muertos, Tag der Toten. Also es klingt richtig gut. Es klingt gut. Ich finde es in diesem Kontext mal cool, dass es um eine Transperson geht und dass er diskriminiert wird von seiner Familie und an diesem Ritual nicht teilnehmen darf, nur aufgrund seiner Transsexualität, ja? Weil ich glaube, dass das dann, ja, dass man sich gut reinfühlen kann in ihn und dass er das Ritual dann alleine macht und da einiges schief geht und dieser Geist des Bad Boys der Highschool dann vor ihm steht. Warum dieser Geist vor ihm steht, müsste eigentlich heißen, dass der gestorben ist, oder? Naja, ich bin da unglaublich gespannt drauf. Also mich würde das sehr ansprechen, aber ich bin ein mega oberflächlicher Mensch, was Bücher angeht und wegen diesem Cover werde ich das nicht kaufen, 18 Euro. Zumindest vorerst nicht. Wenn es wirklich alle hypen und lieben, dann wird es natürlich trotzdem Cover einziehen dürfen. Denn der Inhalt ist ja immer das Wichtigste zwischen den Buchdeckeln. Trotz aller Oberflächlichkeit und Gemeckere von mir, ihr wisst, ich bin die Meckertante, würde es dann natürlich bei mir einziehen. Aber ich warte noch ein bisschen, weil ich nicht hundertprozentig, ja, ich kann es nicht ganz greifen, ich kann es nicht ganz fühlen, ob das vielleicht doch eher so ab 12 ist, ja, und ja, mit so einem transdiversen Thema da für junge Leser ist, was ja auch ganz wichtig und ganz toll ist, und aber ob das für mich dann nicht vielleicht so ein bisschen, ja, ein bisschen kitschig und vorhersehbar wird, der Klappentext und das Cover lassen das irgendwie vermuten, ich weiß auch nicht. Aber ja, das englische Cover sieht ja eben wieder typisch nach so einem Jugend-Fantasy-Buch aus, was ich gerne lese. Also schwierig, schwierig. Ich warte auf jeden Fall ab. Es kommt ja eh so viel raus. Das kann man eh nicht alles kaufen und lesen. Und bin gespannt auf die Rezensionen, bin gespannt auf die Bewertungen und Meinungen. Und lass mich da überraschen. Und wenn es wirklich alle mir empfehlen, vor allem Leute, die einen ähnlichen Geschmack haben wie ich, das ist ja das Wichtigste, dann vertraue ich drauf und dann darf es auch einziehen. Dann ein paar Wochen später. Ne? Da ist ja auch nichts verloren dabei. So, am 28. Juni kommt dann auch schon der dritte und letzte Teil der Golden Hill-Reihe von Nicole Böhm raus tatsächlich. Der wird Nights heißen. Die sind nämlich mit 2-Monats-Takt recht rasch erschienen im MTB-Verlag, was ich cool finde. Ich habe ja Band 1 als Hörbuch angefangen. Der Einstieg, den fand ich aber dann schon so langweilig, dass ich abgebrochen habe. Das ist halt so eine Buchreihe, wo es um ein ländliches Dorfleben-Flair geht und um Liebesgeschichten dort. Und das ist einfach nicht das, was ich gerne lese. Und ich dachte mir, ja, vielleicht das Hörbuch, weil ich mochte Nicole Böhms Schreibstil in ihrer vorigen Reihe ja sehr gerne.
aber es hat mich nicht abholen können. Ich habe es dann abgebrochen. Ich lasse die Reihe aus und freue mich auf die nächste von Nicole Böhm einfach. Vielleicht ist es dann mehr wieder mein Geschmack, worum es da gehen wird. Aber an alle, die die Reihe lieben und mögen, der dritte Teil kommt jetzt raus. 336 Seiten, also ein bisschen dünner ist das Ganze. Das kann man dann auch wirklich schnell so an einem Wochenende wegsuchten. Und ich kann euch vorlesen, worum es geht. Es geht eben um andere Pärchen. Seit Jake auf der Golden Hill Ranch eingestellt worden ist, packt er tatkräftig zu und ist zu einer unerlässlichen Hilfe für Parker und seine Familie geworden. Nur dass der Cowboy hartnäckig über seine Vergangenheit schweigt, macht Parker misstrauisch. Die einzige, zu der Jake Vertrauen fasst, ist Sadie, Parkers Schwester. Zaghaft nähern sich die beiden an, doch dann wird Jake von einem düsteren Geheimnis eingeholt und er muss sich entscheiden. Kann er auf Golden Hill und an Sadies Seite bleiben, obwohl er sie damit in Gefahr bringt? Also ja, es klingt... Ja, natürlich hat er irgendwie Gefahr und Geheimnis, aber es ging eher auch wieder nach Wohlfühlroman im weitesten Sinn. Diese Golden Hill Ranch hat in Band 1 der Protagonist nämlich übernommen von seinen Großeltern und möchte dort wieder so eine Pferderanch aufbauen, so habe ich das verstanden. Und der arbeitet dann eben auch dort. Und die Schwester lernt man auch schon in Band 1 ein bisschen kennen. Und ja, auf jeden Fall für alle, die solche Wohlfühlromane in der Natur, am Land lieben, ist das sicher was ganz, ganz Tolles. Und der Schreibstil ist auf jeden Fall gut. Und ja, Band 3 kommt jetzt raus und damit auch der Abschluss dieser Reihe. Was aber im MTB, also im Mira Taschenbuchverlag rauskommt, was ich mir auf jeden Fall hole, wird sein Catching Up with the Carters. Und zwar der erste Teil wird heißen In Your Eyes von Fam Shaper. Ich hoffe, es wird ein guter Schreibstil sein. Ich hoffe, es wird so, wie ich mir das vorstelle. Das klingt nämlich richtig toll, denn ihr wisst es wahrscheinlich schon aus einigen meiner Videos, dass ich absolut Lust habe auf Bücher mit YouTubern, Influencern und Co. Und hier ist auch sowas Ähnliches. Denn es geht hier um eine Familie, die dank ihrer Reality-TV-Serie bekannt ist auf der Welt, beliebt ist und ja, in den Medien überall ist. Und ich habe mega Bock auf solche Stories. Und in der ganzen Reihe wird es wohl um diese Familie irgendwie auch gehen. Und das klingt so gut. Das klingt für mich so nach was, was man schnell durchfliegt, was jetzt nicht den gehaltvollsten Inhalt hat, ja, also nicht jetzt die tiefgründigsten Sachen, aber eben wegen dieser Medienpräsenz spricht mich das mega, mega an. Und zwar in Band 1 geht es dann darum, wo fängt es da an? Da. Aphrodite steht mit der Reality-Show ihrer Familie Catching Up with the Carters im Rampenlicht. Die Öffentlichkeit hält sie für ein Party-It-Girl. Wie es in ihr aussieht, weiß niemand. Nur Garrett, dessen TV-Dynastie eine Fehde mit den Carters führt, kannte ihre Ängste. Doch ihre Liebe zerbrach in tausend Scherben. Als erneut fiese Dinge über sie geschrieben werden, ergreift Aphrodite die Chance, bei einer Dating-Show hinter den Kulissen zu arbeiten und sich eine eigene Karriere aufzubauen. Am Set trifft sie ausgerechnet auf Garrett. Ein Blick in seine blauen Augen, auf die Narbe an seinem Kinn und die bittersüßen Erinnerungen sind zurück. Wie auch diese unbeschreiblich tiefen Gefühle. Wenn Aphrodite ihnen nachgibt, könnte es sie endgültig zerstören. Also, ihr seht's, es geht um TV-Dynastie, Reality-Stars, Verfeindungen in den Medien, in der Öffentlichkeit, eine Liebesgeschichte, also Back to the Ex ist das hier wohl in Band 1. Also da muss schon wirklich einfach der Schreibstil schlecht sein, dass ich sage, das Buch wird nichts für mich. Ansonsten von dieser Grundhandlung, vom Klappentext her, wird mich das gut unterhalten, begeistern können. Da bin ich sicher, ich freue mich sehr auf diesen ersten Teil. Und auch da erscheinen die Bücher sehr knapp hintereinander. Band 2 heißt dann In Your Words, Band 3 In Your Arms. Ich kann mal nachschauen, wann Band 2 dann kommt, irgendwann im Sommer. Der kommt dann schon im August. Also ja, die kommen dann im 2-Monatstakt alle drei Teile raus. Ich bin also absolut gehypt und in Love. Und ja, wenn es so circa so wird, wie ich mir das vorstelle, was ich mir davon erwarte, dann wird mich das positiv überraschen, begeistern können. Und ja, es klingt mega gut. Und das sind wieder so Bücher, die habe ich noch bei niemandem anderen vorgestellt gesehen. Und ich verstehe nicht, warum. Also ja, ich weiß nicht, vielleicht interessiert das andere nicht so mit Reality-Stars und im Fernsehen und in den Medien, in der Öffentlichkeit. Aber mich, meinen Puls trifft das richtig arg. Also eben, ob das um YouTuber geht, in der Öffentlichkeit sind, Influencer oder eben hier TV-Stars, ist bei mir so irgendwie das gleiche Gefühl, dass ich Bock drauf habe und ich freue mich sehr auf Catching Up with the Carters.
Und am 29. Juni, am Ende des Monats, kommt dann noch ein absoluter Must-Buy und Must-Read raus, worauf ich mich so lang vorfreue. Und ich weiß, ihr Lieben, dass sehr viele von euch das Buch auch nicht abwarten können. Es geht um den Autor Jay Kristoff. Und mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen. Denn Jay Kristoff ist ja mittlerweile, hat er sich zu einem meiner Lieblingsautoren schon gemausert. Sein Schreibstil ist sehr, sehr gut und genial. Seine Ideen. Und ich habe noch einige Bücher von ihm ungelesen vor mir, was mich sehr freut. Aber dieses Buch wird wohl das nächste sein, was ich von ihm lese. Sobald das rauskommt, will ich es dann lesen. Im Juli nicht. Da lese ich dann schon Crescent City, aber im August dann wahrscheinlich. Nämlich, es wird auch so ein dicker, fetter Klopper. Das Reich der Vampire, A Tale of Blood and Darkness. Band 1 von Das Reich der Vampire von ihm. Ich trauere noch ihm, ich finde das Cover schön, meckern auf hohem Niveau jetzt. Ich trauere nämlich dem US-Cover nach, das für mich persönlich Cover Goals gewesen wäre. Das wäre für mich das Traumcover schlechthin gewesen. Ich finde es wunderschön, ich liebe den Zeichenstil darauf, ich liebe die Ausstrahlung dieses Covers, ich würde das als Poster an die Wand hängen, so sehr liebe ich das. Aber auch natürlich hier, das ist nämlich das Englische, was sie hier auf Deutsch übernommen haben, also aus England. Gefällt mir auch sehr gut mit dem Wappen und den Engeln da rundherum und es sieht auch gut aus, blutrünstig, ernst und so. Aber ich trauere trotzdem dem US-Cover ein bisschen nach, ein bisschen viel nach, aber naja, das Buch wird. Ist ja Teil 1 seiner neuen Reihe, seines neuen Reihenstarts. Das Buch wird 1024 Seiten haben, also auch das über 1000 Seiten. Eine Enzyklopädie des Jay Kristoff wird sich offenbaren, glaube ich. Und ich denke, dass dieses Buch richtig, richtig gut werden wird. Das, im Englischsprachigen wurde das natürlich schon gehypt und geliebt. Und ich finde Jay Kristoff auch so als Mensch so sympathisch. Er ist ja auch Mettler und da, ja, da ist man sich gleich sympathisch irgendwo, ne? Und er hat so diese düstere Ideen auch in seinen Geschichten. Und dass er eben was über Vampire da jetzt schreibt, da bin ich sicher, es werden endlich mal wieder richtige, blutrünstige, bösartige Vampire sein. Es wird darum gehen, also der Klappentext von diesem Buch. Vor 27 Jahren ging die Sonne unter und seitdem sind die Armeen der Vampire auf dem Vormarsch. Stück für Stück haben sie ihr ewiges Reich ausgedehnt und den Menschen den Boden streitig gemacht, bis nur noch an wenigen Orten ein unbeschwertes Leben möglich ist. Kleine Inseln des Lichts in einem Meer aus ewiger Finsternis. Als der junge Gabriel de Leon sein Heimatdorf verlassen muss, führt ihn sein Weg nach San Michon, zum Orden der Silberwächter, einer heiligen Bruderschaft, die das Reich und die Kirche gegen den Ansturm der Bestien verteidigt. Und noch ahnt er nicht, dass er zur größten Legende des Ordens werden wird und zur letzten Hoffnung einer sterbenden Welt. Und es werden auch zahlreiche Illustrationen von Bon Ortwig drinnen sein. Ich kenne einige der Illustrationen schon, die wurden schon überall gepostet. Wunderschöner Zeichenstil, absolut toll. Das wird noch die Kirsche auf der Sahnetorte sein, dass diese Illustrationen im Buch enthalten sind. Deswegen ist für mich auch bei den vielen Seiten und den Illustrationen der Preis gerechtfertigt. Das Buch wird 26 Euro kosten. So einem Wummerbuch bei so einem beliebten, weltbekannten Autoren und eben auch noch diesen wunderschönen, dieser wunderschönen Aufmachung mit den Bildern drinnen, finde ich das noch okay. Es ist eine Karte drin, sehe ich gerade. Also das wird mit ganz viel Liebe zum Detail sein. Und ich bin wirklich, mein Herz schlägt schneller, wenn ich an dieses Buch denke, wenn ich dran denke, dass das am 29. Juni erscheint und dass man es dann hoffentlich schnell in Händen halten kann. I'm in love und ja, das wird dann wirklich zeitnah von mir gelesen werden. Da werde ich mir wohl dann auch, wenn ich dieses Buch dann lese, wohl im August, werde ich mir wohl die Leseliste kleiner machen, weil das hat über 1000 Seiten und ich möchte das Buch auch nicht durchrushen. Ich will das wirklich genießen und in mich aufnehmen. Es wird sicher ganz viele Charaktere haben, Plot-Twists, ein Worldbuilding-Sondergleichen, wie ich ihn einschätze und seine Geschichten. Er hat, glaube ich, 2 Jahre an diesem ersten Teil geschrieben und gearbeitet und das wird man merken. Ist jetzt harter Tobak, wenn ich das jetzt alles so vorhersage. Ich habe es ja noch nicht gelesen, aber ich gehe davon sehr stark aus und da möchte ich mir die Zeit nehmen. Also ja,
Ich freue mich. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Buch und kann es nicht erwarten. Da war die Speicherkarte voll. Ich habe wohl wieder sehr lang gequatscht bei diesem Video. Wir waren beim letzten Buch bei Emmerdale Band 2, One Side of the Light von Alexandra Flint. Band 1 habe ich noch ungelesen. Hier will ich jetzt dann bald die nächsten Wochen eigentlich lesen. Also ich will das über den Sommer auf jeden Fall schaffen, weil Band 2 jetzt erscheint. Das ist der zweite und auch letzte Band. Es geht hier um ein dystopisches Setting mit einem Roadtrip. Es geht um ein Mädel, das wohl entkommen ist, auf der Flucht ist, von einem Genlabor, nämlich Emmerdale, und einem jungen Schauspieler, der bei einem Unfall ein Bein verloren hat. Und die beiden kommen sich näher, verlieben sich und sind dann auf der Flucht, denn Emmerdale möchte nicht nur sie wieder einfangen, sondern alle jagen und zerstören, die ihr nahe sind und die sie liebt. Deswegen ist dann auch der männliche Protagonist in Gefahr. Und ja, es klingt so gut, es klingt so toll und natürlich darf Band 2 einziehen. Auch wenn ich Band 1 noch nicht gelesen habe, ist vielleicht ein bisschen doof jetzt. Vielleicht schaffe ich es ja noch im Juni zu lesen, weil das erscheint ja Ende Juni, dass ich mir sicherer bin, aber eigentlich bin ich sehr sicher, dass so die Grundprämisse, der Klappentext, so sehr zu mir spricht, dass ich davon überzeugt bin. Das waren sie, die Neuerscheinungen für den Juni 2022, die für mich interessantesten, relevantesten Bücher, die in den nächsten 4 Wochen erscheinen werden. Und ich bin natürlich mega gespannt, wie immer, welche der Bücher sprechen euch an? Welche werden bei euch einziehen? Auf welche freut ihr euch schon wahnsinnig drauf vor? Schreibt mir bitte unbedingt alles zu den Büchern unten in die Kommentare rein. Schreibt mir auch rein, habe ich ein für euch wichtiges Buch vergessen? Denn man kann ja nicht immer alle Bücher in die Videos packen. Dann schreibt ihr auch gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch das ein oder andere Büchlein, das ich nicht so auf meiner Agenda hatte, was ich übersehen habe oder so. Dann gerne unten rein. Ich freue mich da wirklich immer drauf, auf alle Neuerscheinungen einen Blick zu haben und ja, auf Austausch mit euch, ihr Lieben, ihr wisst's, also ja, Kommentare, go for it und ja, ich danke euch sehr fürs Zusehen bei diesem langen Neuerscheinungsvideo für den Juni. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder mit ein, seid wieder mit dabei, es würde mich mega, mega drüber freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Video, bis dann, tschüss!